Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einer kurzen Folge Nico Pflanzenforschers Kanal und wie es in dieser Serie natürlich weitergeht. Wie gesagt, wir sehen, dass die Engelstrompete, die Indianerbanane kräftig am Wachsen ist. Wie alle anderen Gewächse sieht man schon die Blätter, wie die sozusagen nach und nach sie immer rausschieben. Das ist bei den Gewächsen relativ gut zu sehen. Und wie wir sehen können, verhältnismäßig von der Größe braucht die einen größeren Top. Und den Top sozusagen, den habe ich ausgewählt dafür. Ja, genau. Wir werden sie ungefähr so hoch einsetzen, wie sie vorher stand in den Topf. Das machen wir mit den Schlafbaum ebenfalls. Der Kandidat ist noch relativ klein, aber wird dieses Jahr wahrscheinlich noch riesengroß. Man sieht hier sozusagen noch die Spuren von der Verbrennung, dass die zu nah stand. Genau. Aber schön grün ist er trotzdem. Ja. Das kann man definitiv nicht verneinen. Also Chlorophyll hat er, um zu überleben. Ja. Meiner Meinung nach benötigt er auch einen größeren Topf. Verhältnismäßig von der Größe des Baumes braucht die auch einen größeren Kübel. Und wie wir das machen, also wie ich das mache, zeige ich euch. Ich habe erstmal die Schubkarre hier voll mit Kompost. Ah, den Kompost müsste ich auch nochmal, den wässere ich nochmal durch, würde ich sagen. Der ist mir noch nicht feucht genug. Naja, wir haben ja Zeit und Ruhe. Dann machen wir das mal hier in Ruhe auf fertig, das Video. Ja, also es ist noch in der Zersetzung. Der braucht noch ein bisschen, aber sonst. Ja, der Schlauch ist gerade in Benutzung, ist aber nicht so schlimm. Ich suche gerade mal die Schubkarre. Hier ist alles, was wir haben, mein kleiner Kompost. Die Engelstrompete ist gerade auch am Austreiben. Um die geht es auch noch in diesem Video, aber das dauert noch ein bisschen. Hier ist die Kiste mit allem drum und dran, was man eben dafür benötigt. Ja, die hat zwar kein hier, wie nennt sich das Ding, Tülle, aber ist auch nicht so schlimm. Dann wässern wir den erstmal schön durch. Schön durchschwemmen, wie man dazu sagt. Es macht immer wieder Spaß, mit euch Videos zu drehen, ja, definitiv. Schlemmen, schlemmen und noch mehr schlemmen. So, jetzt ist er durchschlemmt, ja. Jetzt ist die Komposterde für mich kompatibel. Ich muss sie noch mal einarbeiten. Ist ein bisschen zu schlemmig, aber es geht, ja.